Es ist und bleibt trotzdem ein Hund. Ja, und wenn ich der Hund muss halt. sagen, die Bäume im Frühjahr sehen toll aus. Ja, und wenn der Hund. Wenn mein Hund halt größer ist, dann bettelt er sich mit dem. Und jagt ihn weg und macht ihn voll kaputt. Ach so, er ist noch offensichtlich ein Babyhund, oder ja, was? Ja, das ist noch ein kleines Baby. Eine Welpe. Das ist noch ein kleines Welpe. Und der wird halt auch größer. Okay. Cool. Und später ist er halt dann so groß und so kräftig, dass man dann auch mit ihm Frisbee spielen kann. Dass man so ein Frisbee wirft und er fängt ihn. Mhm. Kann man dann spielen mit ihm, als Minispiel. Allerdings auch cool. Nur, wenn er dich mag. Da eine Bambussprosse. Zwei, drei. Tada! So, und schon wieder guten Umsatz heute gemacht. Ja, ich könnte jetzt... Ist auch schon 23 Uhr, ne? Ich könnte jetzt entweder... mit dem Geld kann ich jetzt überlegen, was ich jetzt halt mache. Aber ich schätze mal, es wäre ziemlich praktisch, wenn ich jetzt den Rucksack machen würde. Weil die Gießkanne verbessern wäre jetzt idiotisch, weil ich ja Sachen ausgesät habe. Und dann wäre aber es... Aber hat man nicht immer Sachen ausgesät? Ja, aber irgendwann hat man halt Erntewichtel. Ach so, das macht man dann erst, wenn die Erntewichtel da sind? Nein, also ich würde es schon früher mal machen, aber so lange dauert es ja nicht. Was dauert jetzt nicht lange? Das mit den Erntewichteln oder das mit der Gießkanne? Mit der Gießkanne, dass die verbessert wird. Also das Drei ist schon... Tage? Ist schon human. Naja. Nom nom nom. Sehr schön, wieder... Sommer, Sonne, Sonnenschein, die Scheißangel. So. Kein Brief. Oh, und da wächst schon was. Oh. Schön. Pferdchen. Genau. Hallo Pferdchen. Epona. Es fängt schon an, was zu wachsen. Das ist doch schön. So, und jetzt haben wir eben dieses Problem. Denn ich kann jetzt zwar noch das mittlere gießen, weil ja die oberen drei noch nicht fertig sind. Was ja daran lag, dass ich einfach mal willkürlich gegossen habe und mir dann die Energie ausgegangen ist. Wenn du dich erinnerst. Mhm. Und, ja, aber ab den Feldern hier unten, wo man sieht, bei den Kartoffeln, da habe ich dann echt das Problem. Dass ich das mittlere Feld eben nicht mehr gießen kann. Dafür bräuchte ich entweder eine bessere Gießkanne oder Erntewichtel. Es gibt noch eine Möglichkeit, und zwar, dass ich mit der Sichel ein Feld abhacke. Komischerweise sagen viele, dass das Beste ist, was man machen kann. Dass man mit der Sichel ein Feld abhakt. Meiner Meinung nach ist das total idiotisch. Weil ja, ich weil dann dadurch... potenziell ein Feld wegschmeiße, was mir Geld einbringt. Und lieber nehme ich doch in der Mitte, gieße ich dann nicht. Aber dafür, dafür ernte ich halt dann das andere. Und wenn ich das andere geerntet habe, dann kann ich doch immer noch das in der Mitte gießen. Oder? Ja, aber dann ist deine Feldaufteilung ja nicht mehr so geil, wenn du dann später wieder Saatgut nachsäst. Wie meinst oder? Du? Naja, dann hast du überall in der Mitte verteilt, einzelne... Ja, das muss halt dann noch gegossen werden und das dann erstmal geerntet werden. Ja, aber das ist nicht effektiver, wenn man dann direkt wieder anfängt, neu auszusehen. Die großen neunmal... Könnte man auch machen, ja. Ich glaube, so habe ich das dann gemacht. Machen viele so. Aber ein Feld wegsicheln ist ja irgendwie auch... Es ist ja eigentlich genau das. Die sicheln ja ein Feld weg, damit das mittlere mitgegossen werden kann. Dann kann man auch am Ende das in der Mitte ist genau das Gleiche, ja. Aussehen. Ist genau das Gleiche. Ja, nee. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ja,
Jetzt kommst du da unten auch nicht ran. Yep. Ist halt so am Anfang. Da kommt man halt leider noch nicht überall hin. So. Alles ist gegossen. Und jetzt holen wir uns erstmal hier wieder ein bisschen Zeug, das wir verkaufen können. Ja, ich würde halt am Anfang relativ wenig... Am Anfang lege ich relativ wenig Wert drauf, dass ich jetzt mit irgendjemandem befreundet bin, weil dafür ist der Tag zu kurz. Die Tage sind hier ziemlich kurz. Am Anfang konzentriere ich mich erstmal darauf, dass ich Geld habe. Dass ich alles so schnell wie möglich kaufen kann. Danach kann ich mich dann immer noch um meine Leute kümmern. Weil wenn ich dann zum Beispiel jetzt wirklich so viel Geld habe und vieles habe, dann kann ich es auch einfach machen, dass ich die ganzen Wichtel beauftrage, die alles auf meiner Farm machen und ich dann im Endeffekt, ja, den ganzen Tag unterwegs bin und irgendwelchen Leuten irgendwas schenke. Cool. Weil dann kümmert es mich ja nicht mehr. Weil dann habe ich Geld. Ja, so ein paar Erntewichtel, die helfen, ist ja schon ziemlich cool, ne? Ja, die helfen schon ziemlich. Also je nachdem, wie gut sie natürlich in irgendwas sind, dafür kannst du mit ihnen spielen. Ach so. Weil du kannst mit ihnen spielen, das Erntespiel oder das Gießspiel, und dadurch verbessern die sich, wenn du gut in diesem Minispiel bist. Dann verbessern die sich und sind halt schneller. Wenn sie zum Beispiel beim Gießen zum Beispiel, wenn sie da jetzt nicht so schnell, nicht so gut sind, dann kann es sein, dass die am Ende des Tages immer noch nicht fertig sind mit dem Gießen. Ja, du musst halt nochmal nachlegen. Richtig. Und das ist halt auch das, was ich weswegen ich dann auch sage, Tiere nicht füttern lassen. Das ist mir zu unsicher. Ja, stimmt. Ja, weil auf dem Feld kannst du es ja nochmal richtig kontrollieren. Da siehst du ja, was sie geschafft haben und was nicht. Ja. Jetzt gehen wir da mal rein. Ich glaube, ich habe die auch ernten lassen und gießen lassen auf jeden Fall. Na, ich habe dich hier noch nie gesehen. Du bist neu auf der Farm, oder? Das ist hart alleine, aber du kannst es schaffen. Ich bin Saibara, der Schmied. Okay. Sieht aus wie Rupert. Ja, so ähnlich. Zumindest hier im Ingame-Pixel-Ding. So auf dem Mini-Bild nicht so wirklich, aber als Figürchen schon. Pupuri! So. Ja, es ist schön, ich habe jetzt schon ordentlich Geld. Weißt du, was mich wundert? Schau mal. Zack geht jetzt erst los. Es ist 20 vor 5. Wie schafft er das in 10 Minuten zu mir rüber? Jetzt ist es 10 vor 5. Wie schafft das in 10 Minuten bis zu mir? Ich brauche dafür eine Stunde. Und jetzt ist 17 Uhr. Ja? Ich brauche dafür eine Stunde. Krass. Eine Stunde, um hierher zu kommen? Mhm. Alter. Schaut auf die Uhr. 17:20. 17:30 ist es schon. Da muss man sich ja echt überlegen, wo man hin möchte. Na, man kann nicht einfach willkürlich mal hier und mal da hin. Nein. Da geht dir die Zeit ja echt schnell um. Das kannst du in dem Spiel wirklich nicht. Willkürlich mal dahin, mal dahin. Ja, es ist schon wieder 18 Uhr. Ups. Das war nicht wirklich geplant. Nee, nicht wirklich. Jetzt bist du blau. Gegossen war alles, ja? Ja, ja. Ich bin schon mit allem fertig. Sehr gut. Ich kann jetzt nur kurz das Kraut ablegen und dann halt nochmal ein bisschen angeln. Eingesammelt hattest du auch schon alles. Jupp. Ich könnte meine Axt verbessern, wo es mir jetzt gerade einfällt. Kannst du auch schon? Ja, ja. Ich könnte Axt oder Hammer verbessern. Weil du das jetzt quasi noch nicht brauchst und es ist nicht so schlimm, wenn du dann 3 Tage warten musst. Richtig. Und es ist praktisch, wenn ich die Felder dann frei habe. Später hast du. Ja, stimmt. Dann kannst du unten auch wieder... gießen. Deswegen. Ja, dann mach doch erst die Axt. Aber Ding ist halt auch wahnsinnig praktisch, weißt? Ein größerer Rucksack. Also den würde ich, würd ich auf gar keinen Fall unterschätzen. Nee. Wie viel Geld hast denn du gerade aktuell? 4.300.
Könnte vielleicht für beides reichen. Je nachdem, wie viel es kostet. Mhm. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Nein. Ich möchte doch noch angeln. Yay! Die maximale Größe, yeah! Ist das nicht schön? Ach, du hast jetzt schon den besten Fisch geangelt? Ja, den besten Stilt. Ach so, okay. Aber es gibt natürlich... Schmeiß doch deine Fische nicht immer ins Wasser. Nee. Sagst du so leicht. Na komm, da mag doch noch was anbeißen. Jawohl. So, jetzt ist auch schon wieder Zeit fürs Haier, Betty. Oh ja. So. Und rein damit. Dann noch wie gewohnt speichern. Und mal gucken, wie das Wetter so sein wird. Sonne! Regen wäre jetzt am Anfang natürlich praktisch, ja, aber ich habe jetzt keinen Bock, den zu ercheaten. Den zu ercheaten? Ja, du kannst es ja fast schon so nennen. Ja, stimmt. So. Dann noch Post. Keine Post. Gut. Ja, und ich würde mal sagen, wir lassen es jetzt mal für heute gut sein. Der Part, das geht jetzt hier alles schon lange genug. So, das kann... Machen wir hier noch ein bisschen Ordnung. So, und so. Wie viele Schritte haben wir schon? Hey, fast 6000 schon. Wow. Ich glaube, hier drinnen vergehen ja auch die Schritte. Hast du im Kopf, wie viele Schritte du brauchst? Nein. Ach so, okay. Ich glaube 10.000 waren es, aber ich weiß es nicht mehr genau. Und du bist froh, wenn du den Schrittmesser endlich ablegen kannst, ja? Ja. Da bin ich dann froh, wenn ich den dann weg hab. Aber du ziehst es am Anfang durch. Ja. Warum nicht? Ich meine, okay, es wäre jetzt praktisch, wenn ich noch was anderes dabei haben könnte, aber... Am Anfang ist es eh noch nicht so wichtig, sage ich jetzt einmal. Mhm. Da ist es noch nicht ganz so wichtig. So, jetzt treiben wir den Schrittmesser noch ein bisschen in die Höhe. Ach so, hier steht die Zeit, ne? Ja. Und dann ist es egal. Ja. Ah, okay, das ist natürlich sehr geschickt. Mhm. So. Wie viele habe ich denn schon? Hey, ich hab fast 6000. Komm, auf 6000 machen wir jetzt noch und dann passt es. Man könnte, auch wenn man stumpfsinnig ist, einfach mal, bis man 10.000 Schritte hat, einfach im Haus hin und her laufen. So mit Speed-Taste und so. Yay. So. Yay. 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 Das sieht voll spacig aus. Yay. Ach du Scheiße. Schneller! Ist jetzt die Frage, ob es wirklich effektiv schneller ist oder ob es nur schneller aussieht, aber nicht wirklich mehr Schritte ergibt. Der ist gerade total auf Drogen, der Typ. Ja, ich glaube. Oder wir sind auf Drogen, weil wir das so sehen. Gib mir Drogen! Lalalala. Jetzt treiben wir das einfach mal, den Schrittmesser mal ganz kurz in die Höhe. Geht das mal ein bisschen fixer hier. Wir cheaten hier überhaupt nicht in diesem Spiel. Nie. Wobei, bisher hast du noch nicht neu geladen wegen Fernsehprogramm. Eben. Und das ist ja auch nicht wirklich cheaten, es ist einfach nur Zeitersparnis. Stumpfsinnig. Stumpfsinnig. Ja. Und Platzersparnis. Je mehr du das machst, desto
weniger lang hast du diesen blöden Schrittmesser da in deiner Tasche. Richtig. Ich weiß, ich habe eine Ahnung, was es geben könnte. Ach ja? Ja. Ich habe gerade überlegt, was dich dazu treibt, dass du so einen Quatsch machst. Du kriegst bestimmt eine Powerbeere dafür. Vielleicht. Ich bin mir ziemlich sicher. Du wirst... Es wäre einfach logisch, weil du quasi dadurch kräftiger geworden bist, weil du dich voll trainiert hast und voll viele Schritte gerannt bist und keine Ahnung was. Ich fände das voll logisch, wenn es eine Powerbeere gäbe. Es würde Sinn ergeben, ja. Aber vielleicht ist es auch irgendwas anderes Tolles. Es gibt in Harvest Moon viele tolle Sachen. Nicht nur Powerbären. Aber logisch wär's. Ja. So, kannst du jetzt ja bitte zeigen, ob das jetzt überhaupt wirklich viel gebracht hat? Ich bin jetzt neugierig. Ich hab grad geschaut. Ich bin schon... Ja, ich hab grad geschaut. Ich bin bei 8.500 schon. Ui. Also ich müsste jetzt irgendwo bei 9 sein. Ja, schau, 9.4. Das geht ja schnell. Mhm. Also so geht es halt ein bisschen schneller, aber das ist auch kein Problem bei 10-facher Geschwindigkeit. Das Spiel läuft ja schließlich gerade mit 1000%. Geht das mit links oder rechts? Hey! Yay! Tickettin, dein Schrittmesser hat gerade 10.000 gezählt. Oh Gott, ist die süß. Herzlichen Glückwunsch. Das ist alles, du bekommst nichts. Tschüss. Was? Nein. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Doch. Nein. Doch. Das wollte ich einfach nur gezeigt haben, weil ich das so geil finde. Ah! Man denkt sich halt die ganze Zeit, das muss doch was bringen. Das muss was bringen, dass ich ihn dabei habe. Dann hat er 10.000 Schritte und dann kommt auf einmal die Ernticket hin. Man denkt sich so, geil, was ist denn jetzt auf einmal los? Ach ja, du hast 10.000 Schritte, ich verpiss mich wieder. Tschüss. Also, du müsstest jetzt mein Gesicht sehen. Du hättest mein Gesicht sehen müssen, wie ich geguckt habe, als sie das gesagt hat. Nee. Es ist mies. Alter, dieses Spiel ist Hammer. Was? Oh, wie mies. Alter, oh, ich wäre so sauer. Stell dir mal vor, man macht das wirklich die ganze Zeit und hat diesen scheiß Schrittmesser die ganze Zeit dabei und ist voll so, yeah, 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 was krieg ich? Und dann, oder du musst 100.000 Schritte machen, dann kriegst du was. Das weiß ich nicht, so weit habe ich es nie getrieben. Ich glaube, ich habe bei 10.000 immer aufgehört. Ich weiß nicht, ob man dann auch noch was bekommt. Nach 10.000, ich habe bei 10.000 immer aufgehört. Okay, aber das ist ja mies. Alter, ich mag die Erntegöttin, ja, aber das war gerade echt mies, die doofe Ziege. Es ist, Mai, ist halt jetzt so. Ja, ich jetzt nochmal. Schon sehr lustig. Ja, ich würde jetzt mal sagen, das sollte jetzt wirklich mal für heute reichen. Wir wollen es auch mal speichern. Ja. So. Gespeichert. Ja, ich würde mal sagen, wir haben jetzt auch viel erreicht. Wie viel Geld habe ich denn? Ja, 4.374, das ist einiges. Mhm. 2 Herzen beim Hund. Wir haben eine Powerbeere gefressen. 2 Herzen bei Aqua. Und hier sieht es auch schon ganz ordentlich aus. Ah, die Axt kann ich doch noch nicht verbessern. Die ist erst bei 7%. Aber das würde nicht lange dauern, dass ich die weiterbekomme. Ah ja, okay. Ich meine, so viel habe ich mit Sichel und mit Hacke auch noch nicht gemacht. Mhm. Und so, wenn du es so sehen willst, so viel habe ich mit der Gießkanne auch noch nicht gemacht. Und ich kann die schon fast auf Gold verbessern. Oh, naja. Gegossen hast du schon ganz gut. Ja, aber ich kann die schon fast auf Gold verbessern. Ja, das ist natürlich Wahnsinn. Mhm. Also es steht nicht wirklich in Relation. Um es mal so zu sagen. Ja, stimmt schon. Aber Mai. Ist halt jetzt so. Aber es ist einfach ist so. Es ist ein schönes Spiel. Auf jeden Fall, richtig toll. Viel Geld haben wir jetzt gemacht. Ich freue mich jetzt schon drauf, wenn jetzt endlich mal die Früchte fertig sind, wenn das Gemüse fertig ist. Ja. Und du dann richtig Kohle kriegst. Ja, vieles davon werde ich ja nicht mal verkaufen. Hm. Weil ich vieles davon einfach brauche. Ach, und ja. Deswegen sollte ich mir langsam mal den größeren Rucksack auch zulegen. Damit ich ein paar Sachen so auf Reserve haben kann.
Weil sonst ist das blöd, dann müsste ich es so lassen. Und ja, das wollen wir ja nicht. Weil ich glaube, ich muss das 10 Tage hintereinander machen. Da müsste ich mich aber mal informieren, ob ich 10 Tage hintereinander oder ob es einfach reicht, wenn ich 10 Stück reinschmeiß. Mhm. Ja, naja, mach das mal. Das würde ich mal sagen, das finden wir dann einfach mal beim nächsten Mal heraus. Ja. Also gut, Leute, das war dann mein Let's Play Harvest Moon Friends of Mineral Town für heute. Ich danke euch fürs Zusehen.